So, willkommen zu einer neuen Folge 7 Tage, 7 Stops. Darauf haben, glaube ich, alle gewartet, beziehungsweise einer, der permanent danach fragt, oder zwei. Wir befinden uns heute mal in Ebenharz. Und Ebenharz, ihr seht, da ist alles leer. Hier ist ein Stop, den habe ich noch nicht gedreht, ist die Kirche in Ebenharz. Hier gibt es aber bestimmt noch andere Sachen zu entdecken. Deswegen bin ich mit dem Bitchen mal unterwegs. Alter, da ist eine Tafel. Wir gehen auf jeden Fall jetzt mal durch Ebenharz, gucken mal, ob wir ein paar Pokestops finden. Ich reiche einfach heute hier 7 Sachen ein, damit ich die 7 Vorschläge weg habe und nicht, dass ich hier 3 und dann ins nächste Kaff und ins nächste Kaff. Da gibt es dann eben eine extra Folge. Eigentlich wollte ich nach St. Bernhard, wir. Aber Ebenharz liegt ja auf der Strecke, weil hier nichts ist. Probieren wir hier mal unser Glück. So, das erste, was wir einreichen, ist hier beim Hotel Grüner Baum. Da ist nämlich ein Hotel, aber wir interessieren uns nicht fürs Hotel, sondern für das Wandbild hinter uns. Das Foto sieht zwar richtig hässlich aus, was ich gemacht habe. Hier, guckt euch das mal an. Die ganzen Gesichter. Da ist irgendeine Ratte, die gequält wird. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Wir stellen uns mal kurz unter. Ich habe da auf jeden Fall jetzt ein Bild gemacht. Hab das einfach nur Wandbild-Mural genannt, weil, was soll ich da großartig schreiben? Die große Rattentötung 2020. Das Foto sieht zwar richtig hässlich aus, muss ich zugeben, dadurch, dass die Sonne so extrem stark blendet, von links das Licht einwirft. Ich guck trotzdem mal, ob das durchgeht. Ist ja auf jeden Fall sehr künstlerisch an der Hausfassade hier verziert. Das nehmen wir mal mit, das reichen wir ein, gucken, ob das durchgeht und gehen weiter. Suchen noch was anderes. Ihr könnt drunter schreiben, was ihr denkt, ja, nein, ob das akzeptiert wird. Beschreibung muss ich noch hinzufügen, alles. Umgebungsbild habe ich gemacht und wichtig immer, dass das, was ihr hier seht, auch auf dem Umgebungsbild noch mit drauf ist, dass man das überhaupt zuordnen kann. Ich lehne immer alles ab, wo ich auf dem Umgebungsbild den eigentlichen Pokestop nicht mehr erkennen kann oder da einfach nur eine grüne Wiese plötzlich ist, wo man sich denkt, ach ja, wo war jetzt der Pokestop? Deswegen immer das Umgebungsbild mit dem Pokestop zusammen drauf. So, wir sind weitergelaufen durch den Ort. Hier haben wir noch eine Sitzbank gefunden, ne? Aber vergesst es, Trafohäuschen, vergesst es. Dort ist noch so ein Backhaus gewesen, ein kleines, das merken wir uns mal vor. Wir sind aber erstmal weiter. Wir haben jetzt hier nämlich eine Infotafel gefunden für den Werratal-Radweg. Habe ich jetzt hier auch den Pokestop so benannt. Infotafel, Werratal-Radweg, touristische Informationen und Überblick. Den Standort auch gewählt, direkt wo der hier ist. Das Gute ist, der müsste in derselben Zelle sein, in der roten großen Zelle, S2 oder was auch immer, wie unten das Wandbild. Und wenn die beide durchgehen, könnte einer von beiden also eine Arena werden. Die Kirche ist in einer anderen großen roten S2-Zelle. Wenn wir da oben auch noch was finden in der Nähe, könnten vielleicht sogar in kurzer Zeit hier zwei Arenen entstehen. Ich zeige euch jetzt aber hier auch nochmal, wie das aussieht. Thüringens schönste Verbindungen auf zwei Rädern. Hier habt ihr also ein Überblick über den kompletten Radweg, der ist hier mit Rot eingezeichnet. Ihr habt hier Essen, Trinken, Schlafen, steht alles dabei. Was hier alles dabei ist, so Sport, Freizeit, nochmal weitere Sehenswürdigkeiten in der Umgebung. Also das ist natürlich anders als diese Infotafeln in den Dörfern mit wechselnden Informationen. Das steht immer hier und da ist immer der gleiche Inhalt, deswegen muss das eigentlich durchgehen. Könnt schon wieder kotzen, Alter. Du läufst hier wirklich lang, du gibst dir Mühe, du läufst über Stock und Stein, alles Mögliche. Dann ist das Drecksinternet natürlich wieder weg. Du läufst quer durch den schönen Wald und du hast ja noch den Stop drauf, den du einreichen willst. Hast ja gedrückt bei dem Radfahrerweg-Infoschild und es lädt und lädt und lädt, obwohl du noch am Schild stehst. Du denkst, du kannst ja langsam weiterlaufen, dann steht da, etwas ist schiefgelaufen, bitte probier es nochmal. Ich drücke also nochmal da drauf, dass es nochmal hochlädt, in der Hoffnung, dass es durchgeht. Dann steht da Timeout beim Hochladen des Fotos. Du denkst dir also, okay, kein Problem. Ich poste es einfach nochmal und lade es hoch, damit es auch hoffentlich durchgeht. Dann steht da, Glückwunsch ist angekommen, per E-Mail wirst du benachrichtigt. Jetzt stehe ich am nächsten, will was einreichen und es steht da, du kannst nur noch 3 Vorschläge machen. Sprich, es hat wahrscheinlich 3-mal jetzt das Infoschild vom Werratal-Radweg eingereicht
Obwohl jedes Mal dort stand, dass es nicht funktioniert hat und ich es bitte nochmal machen soll, ich es nochmal gemacht habe. Und ich hatte am Anfang 7 Vorschläge. Wir haben 2 eingereicht. Ich hätte noch 5 übrig haben müssen. Ich habe nur noch 3 übrig, weil es dreimal denselben hochgeschossen hat und 2 damit verballert sind. Das kotzt natürlich jetzt an. Ich habe gesagt, gut, wenn wir das hier noch machen und das Backhaus, haben wir schon mal 4, da brauchen wir nur noch 3, aber pff, ich kann jetzt eh nur noch 3 machen. Sprich, wenn ich den hier mache und Backhaus, haben wir nur noch 1 übrig. Also Niantic, ihr seid die Besten, wirklich. Was können wir denn für dein Internet? Warum reichst du auch in einem Dreckskaff ein, wo nichts ist? Geh in die Stadt, wo schon alles voll ist. Ja, aber da ist ja alles voll, das ist ja das Problem. Egal, wir reichen das jetzt hier ein. Ich bereite das kurz vor, dann zeige ich euch das mal und... Zur Not haben wir noch das Backhaus. Wenn nicht, müssen wir halt nochmal hierher, wenn ich wieder was frei habe. So, nachdem ich mich beruhigt habe, zeige ich euch mal hier was richtig Schönes. Hier steht nämlich einfach Oase am Brunnenweg mit einem Infoschild noch dazu. Dieser Ruheplatz am internationalen Werrerad-Wanderweg. Jetzt habe ich gedacht, entweder nehme ich das, damit man sieht, dass das wirklich was ist, oder ich nehme den Brunnen an sich, aber der Brunnen sieht eigentlich ein bisschen behindert aus. Das zeige ich euch mal hier. Das ist der Brunnen, da habt ihr hier einen Reifen mit Gras, noch einen Reifen mit Gras, einen Willkommenshase, der geschmückt ist wegen Ostern. Hier habt ihr einen Brunnen, sieht unspektakulär aus, ist aber trotzdem was. Ich wusste nicht, reiche ich jetzt den Brunnen ein, mache das Schild als Umgebungsschild oder mache ich das Schild und als Umgebungsschild den Brunnen. Aber andersrum war es besser. Wir haben jetzt den Brunnen genommen. Ihr seht das hier. Kleines Foto vom Brunnen. Ich verstecke mich mal wieder hier hinten. Hab das auch Oase am Brunnenweg genannt. Und habe hier die Beschreibung, weil hier steht ja, wer der Nutzer dieses Ruheplatzes am internationalen Werrerad-Wanderweg. Habe ich das einfach genommen. Ruheplatz am internationalen Werrerad-Wanderweg. Also, ihr könnt eigentlich mit den Sachen und den Infos, die da stehen, schon arbeiten. Ich habe auch ein richtig tolles Umgebungsbild gemacht. Vielleicht kann ich euch das dann auch mal zeigen, wie das aussieht. Oder im Wayfarer-Programm sieht man das, weiß ich jetzt nicht. Dass dieses Schild hier drauf ist und im Hintergrund seht ihr ganz genau den Brunnen dahinter. Eben mit diesem Bogen dabei. Das sieht auf jeden Fall richtig herrlich aus. Das müsste auf jeden Fall durchgehen, wenn die Leute nicht ganz bekloppt sind und das ablehnen. Haben wir es auch direkt hier hingeschoben, weil es ist ja hier, das gehört auch hier hin. Wir gucken aber mal, ob wir das Backhaus noch mitnehmen oder noch was anderes finden. Wir waren ja nur in der einen Hälfte, wir müssen noch in die andere Hälfte und eigentlich sucht man einen Spielplatz oder einen Sportplatz, aber ich weiß nicht, ob das hier überhaupt vorhanden ist. Das heißt, wir suchen weiter, melden uns dann nochmal zurück. So, nachdem wir jetzt festgestellt haben, dass Ebenharz doch größer ist als vermutet und schon wieder 20 Waldwege waren und wir nicht wussten, welchen wir gehen sollen, haben wir einfach mal die blonde Dame gefragt, ob es hier denn nicht einen Sportplatz oder Spielplatz oder sowas gibt. Hat sie gesagt, ja, da hinten ist aber gesperrt, ne? Dann hat sie geguckt, als würde sie gleich die Polizei holen. Ich habe mich natürlich bedankt, wir sind jetzt mal hierher gelaufen. Das ist auch gesperrt, wie man sieht. Ihr wisst ja, Corona, Bruder. Aber hier ist eine Tischtennisplatte. Hier ist ein Hüpfteil, da ist eine Hütte, da ist ein Schild und da hinten sind Tore und ein Klettergerüst. Und ich habe es natürlich jetzt ganz geschickt gemacht. Ich habe jetzt ein Bild gemacht, habe das kombiniert. Kinderspiel und Sportplatz. Habe jetzt einfach mal das Schild fotografiert. Das Foto sieht wieder richtig hässlich aus. Kinderspielplatz der Stadt Hildburghausen, Standort Ebenharz. Und habe als Umgebungsfoto mich ein Stück weiter weggestellt. Dass man hier so den Blick hat, dass man das Schild sieht, das Hüpfding und das Tor im Hintergrund als Umgebungsfoto, aber als eigentlicher Spot schön dieses Infoschild, dass man genau weiß, das ist hier. Jetzt haben wir eigentlich nur noch einen Vorschlag frei. Könnten noch das Backhaus einreichen, aber wir laufen noch mal Richtung Kirche. Mal gucken, ob wir hier durch den Wald kommen oder zurücklaufen oder wo es sonst noch dahin geht. Und dann sind leider 2 Einreichungen heute nicht gemacht worden. Aber vielleicht finden wir doch noch was und können beim nächsten Mal noch eine kleine Extra-Folge machen. So, und dann sind wir sogar angekommen an der Kirche. An der Kirche, ne? Ihr wisst Bescheid. Und da mein Buddy sowieso noch einen neuen Ort besuchen muss, drehen wir jetzt mal hier Ebenharz die Kirche. Was wahrscheinlich nicht dazu zählt. Nö, wahrscheinlich zählen nur Arenen. Aufbewahrungslimit auch noch erreicht. Ich muss gleich mal einen Check machen, ob da noch ein... Oh, guckt mal da, die Mietz. Mietz. Mietz, guckt doch. Was? Und ihr seht auf jeden Fall im Hintergrund neben der Stoned Mietz die Kirche. Ne? So sieht die Kirche aus, so sieht die Mietz aus.
Ihr habt da also eine Treppe, die führt da hoch, ein Tor, ein Schild mit Toiletten, die sind aber verschlossen, das haben wir gerade schon geprüft. Da habt also die Kirche, Ebenharz, wunderbar. Aber wir laufen jetzt wieder vor, wir haben ja noch ein Ass im Ärmel, wir haben ja noch das Backhaus übrig, wenn wir nichts mehr finden. So, da wir jetzt hier durch 20 Gassen gelaufen sind und sind schon wieder hier am Backhaus, habe ich jetzt mal das Backhaus fotografiert. Extra, ihr seht das hier nochmal, da ist die Pizzascheibe, wenn das eine sein soll, die Holzofenpizza. Hier eine Tür, da steht auch extra, bitte keine Werbung anbringen. 1840, dass man auch sieht, das ist wirklich alt, ne? So wie die Pizza, die drüber hängt. Habe ich jetzt auch so genannt, altes Backhaus. Habe so versucht, dass die Pizza und die Jahreszahl mit drauf ist. Nochmal als Beschreibung, historisches Backhaus von 1840. Ich hoffe, das passt so. Jetzt muss ich noch für die Wayfarer-Bewerter einen kleinen Text hinterlassen. Wir reichen das noch ein. Das war auch jetzt der letzte Vorschlag, den wir machen konnten. Zwei Stück sind ja leider verkackt, wenn man so sagen will. Wenn wir aber nicht mehr finden, dann brauchen wir hier auch nicht nochmal her, um hier noch was einzureichen. Dann sind es halt hier nur fünf gewesen, die wir auf jeden Fall auflösen werden. Und wenn die durchgegangen sind, gucken, ob die hier entstanden sind und ob eine Arena draus geworden ist aus irgendwas. Ne? Ich habe bei den letzten auch jetzt gar nicht mehr auf den Standort geachtet. Ich habe einfach da, wo es war, eingereicht, fertig. Mit ein bisschen Glück geht das ja trotzdem durch. Das war es aber jetzt von meiner Seite aus, von unserer Seite aus. Ne? Wir ziehen weiter, wir suchen noch unser Auto und auf dem Weg davor, ob wir vielleicht doch noch was entdecken und ob in der anderen Hälfte vom Dorf noch was ist. Aber ich denke mal, das sind wahrscheinlich höchstens Wohnhäuser und das hier wird das Hauptzentrum gewesen sein, der Hotspot, genau. Das war's also von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und euer Ditschen. Und der Adi.